Oh, ich war damals 16 oder 17 und unser Deutschlehrer hat uns einen Ausschnitt aus dem Buch Die Weiße Rose von Inge Scholl zu lesen gegeben. Und es war die Stelle oder der Ausschnitt, wo Sophie Scholl im Zug sitzt und sie fährt von München nach Stuttgart. Und sie hat in ihrem Koffer 600 Flugblätter gegen die Nazis und gegen Hitler. Und sie soll diese Flugblätter in Stuttgart verteilen. Sie weiß genau, was sie riskiert, wenn sie ertappt wird. Und ich fand sie so jung und tapfer. Ich war sehr beeindruckt. Dann habe ich das ganze Buch gelesen, obwohl wir das nicht mussten. Und ja, ich war selber sehr, sehr, sehr gerührt und beeindruckt. Und hinterher habe ich Fotos gesehen, Fotos von Sophie gesehen. Und dann konnte ich sie einfach nicht mehr vergessen. Ja, viele Jahre später würde ich sagen, ich war inzwischen Schriftsteller geworden. Und ein französischer Verlag hat mich gefragt, ob ich vielleicht etwas für ihre Reihe Ceux qui ont dit non schreiben könnte. Ceux qui ont dit non, das heißt auf Deutsch, diejenigen, die Nein gesagt haben. Und ich sollte mir meinen Helden oder meine Heldin selber aussuchen. Und ich wusste sofort, wer es sein würde, nicht Victor Hugo gegen die Todesstrafe und nicht Nelson Mandela gegen die Apartheid, sondern Sophie Scholl gegen die NS-Diktatur und die Nazis. Ja, Sophie wäre am 9. Mai 100 Jahre alt geworden, aber sie bleibt für uns auf ewig 21. Und wenn ich in den Schulen erzähle, wer sie ist und was sie gemacht hat, dann merke ich immer, dass die Schüler und Schülerinnen und Studierende gerührt sind und beeindruckt. Und sie bewundern ihren Mut, son Courage. Und ich glaube, dass sie Figuren brauchen, die ihnen so nahe stehen wie Sophie und die sie inspirieren. Und eine Frage taucht immer auf und diese Frage heißt, was hätte ich getan? Was hätte ich an ihrer Stelle getan? Und diese Frage bekommt natürlich keine Antwort. Aber es gibt eine andere Frage, die man sich stellen kann und die eine Antwort bekommt und die heißt, was tue ich? Sophie Scholl, non à la lâcheté. Mercredi 27 janvier 1943. L'après-midi touche à sa fin. C'est la guerre et la gare principale de Munich est pleine de réfugiés, d'enfants pâles et de soldats en uniforme. Une jeune fille s'approche du guichet, une valise à la main. Son visage est doux et enfantin. Ses cheveux bruns sont rejetés vers la droite à partir d'une raie et retenus par une barrette. Elle porte un manteau à col rond, une robe, des chaussettes qui lui montent sous le genou et des chaussures basses. Elle s'appelle Sophie Scholl. Quand vient son tour, elle demande un billet aller-retour pour Stuttgart, qui se trouve à 3 heures de voyage par le train express. Elle devrait pouvoir le faire sans angoisse. C'est tellement naturel de dire ces mots. Un aller-retour pour Stuttgart, s'il vous plaît. Mais au moment de parler, il lui semble que sa voix se trouble et la trahit. Que sa démarche, son regard, sa respiration la désignent. C'est à cause de son cœur qui cogne et de son estomac qui se vrille. Elle doit se battre chaque fois avec la même incontrôlable peur. Cela commence dès qu'elle quitte, tenant sa valise, l'appartement du 13B de la Franz-Josef-Straße, qu'elle habite avec son grand frère. Hans a 25 ans et il étudie la médecine à l'université. En fait, il est à moitié étudiant et à moitié soldat, comme tous ses camarades.
Elle, Sophie, a 21 ans. Elle a quitté sa petite ville provinciale d'Ulm et la maison familiale à l'automne précédent pour le rejoindre ici, à Munich. Elle étudie la biologie et la philosophie. Elle voudrait passer inaperçue, devenir invisible. Or, il lui semble qu'elle occupe tout l'espace, qu'on ne voit qu'elle dans cette gare. Elle ne se sent pas davantage en sécurité sur le quai. La poignée de la valise lui brûle les doigts, car la menace est partout, qui rôde. Les soldats de la Wehrmacht, la police criminelle, la Gestapo. Aussi longtemps qu'elle tient cette valise au bout de son bras, elle est en danger de mort, et elle le sait.